Ihr seht wieder ein Video im Auto und im Titel habt ihr es gelesen. Ich wollte unbedingt diese Challenge nochmal machen, mit dem ich bestelle, was der vor mir bestellt. Ich habe da so Bock drauf. Ne? Das hat jetzt mal so Spaß gemacht, auch wenn die einen immer ein bisschen komisch angucken bei McDonald's und sich so denken, hä? Aber das mag doch nicht jeder alles. Doch, wir stehen jetzt hier gerade und beobachten. Oh, du musst mal sagen, was das ist jetzt. Das ist ein VW, fährt hier gerade rein. Was ist das, ein VW? Was ist das, ein Caddy, keine Ahnung, ein Stromauto. Also kein Stromauto, sondern ein Stromlieferantenauto, kann man sagen. Genau, also so ein Transporter, so ein Mini-Transporter, kann man das so sagen? Ja, bestimmt. Okay, aber es ist halt eine Person. Wir müssen uns halt genau überlegen, hinter wem wir herfahren wollen. Es ist jetzt gerade halt 11:30, also es ist noch nicht so richtig Mittagessenszeit, aber auch um... Mal schauen. Wir fahren übrigens heute einen Probewagen. Wie gefällt euch das Interior? Spaß. Ja, auf jeden Fall ist hier ein bisschen mehr Platz und hier kann man besser essen. Die werden sich bedanken, wenn wir das Auto zurückgeben. Nein, natürlich nicht. So, ich bin gespannt, was als nächstes kommt. Es gibt übrigens gerade das 1955er Menü mit diesem Burger. Den finde ich übrigens sehr geil. Übrigens wollte ich eine Sache mal sagen, bevor wir das Video starten. Unsere kleine Maus ist ja immer mit dabei. Möchtest du dich mal zeigen, mein wunderschönes Schatz? Hallo, meine Kleine. Hallo, mein kleiner Babyschatz. Und sehr, sehr viele haben unter die Kommentare geschrieben, der arme Hund. Ihr müsst euch das aber so vorstellen. Also jetzt ist sie gerade, wie sie die anguckt, jetzt ist sie gerade nicht aufgeregt. Aber sobald sie bei McDonald's ist und den Geruch riecht, dann freut die sich einen Ast ab. Oh, Schatz, was kommt da gerade? Ein Ford? Wie so ein Transporter. Und da sitzt nur ein Mann drin. Mann, ich wollte so eine Familie oder so. Ja. Und mein kleiner Schatz, wie du Papa anguckst. Sie ist ja schon ganz, 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 ganz alt und wir wollen halt, komm her, du hast keinen Bock mehr auf mich, wir wollen halt, dass sie dabei ist, weil wenn wir aus der Tür gehen würden und sie alleine lassen würden, guckt sie uns ganz traurig an und sie ist liebend gerne dabei, wir quälen sie nicht und sie ist auch so erzogen, das ist jetzt nur im Alter ein bisschen verloren gegangen, dass sie wirklich am Ende ein kleines Leckerli bekommt, wenn wir aufgegessen haben. Also grundsätzlich existiert diese Erziehung noch in ihrem Kopf, nur in der Umsetzung hakt es halt ein bisschen mittlerweile. Also sie bettelt halt sehr, das hat sie halt früher nicht gemacht, aber bei McDonald's setzt auch ihr Verstand aus. Die Pommes sind ihre Leidenschaft oder auch der Burger. Ihr Traum wäre ein ganzer Cheeseburger für sich. Also bitte keine Kommentare, dass wir den Hund quälen oder so. Sie ist 17 Jahre alt und ich bin mir ganz sicher, dass wir sie nicht quälen. Oh Mann, jetzt muss doch mal jemand Cooles kommen. Ich bin so gespannt. Da kommt ein Auto. Oh, was ist das? Chevrolet. Der ist wie eine Mutter. Alter, was ist das für ein Auto? Das ist kein Auto. Sehen, ne? Und noch einer. Nein, jetzt ist der vor uns. Oh, ich bin so gespannt. Also, seht ihr das? Die Kleine hat voll Bock darauf. Die steht hier oder freut sich, ihr einen Ast abwirken. Hallo. Es gibt ja gerade im Happy Meal dieses Pikachu Happy Meal. Was ist denn das hier? Dieses Pikachu Happy Meal und es gibt so Pokémon-Karten. Ignoriert dieses Gepiep. Ich weiß nicht, wie man das ausstellt. Keine Ahnung. Oh, ich bestelle lange. Ich sehe so eine Frau, die auf jeden Fall... Ich könnte mir vorstellen, dass die für ihre Familie bestellt. Suburban. Was ist das? Also ein Chevrolet Suburban. Ja. Also so, das ist so ein richtig langes Auto, wirklich. Auf jeden Fall bestellt die wirklich lange. Und die ist richtig so, ja, das noch und das noch und das noch. Ja, also ich hätte gerne einmal das, was die Person gerade vor mir bestellt hat. Ja. So, okay. Also die waren erstmal so ein bisschen, ja, haben erstmal gelacht. Aber ich bin mal gespannt. Ich habe irgendwie gerade, wir haben nicht hingeguckt, was wir bezahlen müssen. Hast du es gesehen? Nee. Werden wir gleich sehen. Ich weiß es wirklich nicht. Aber es ist noch relativ früh, deswegen sind wir jetzt im zweiten Fenster und ich zucke mal dort Kärtchen. Ich bin so gespannt. Ich kann es auch nicht sehen, was die gerade da so nimmt. Also die ist auf jeden Fall relativ lange vor uns am Fenster. Aber ah. Fenster. Ja. 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 Danke. So, ich bin mega gespannt. Also wir haben eine Tüte und... Soll ich das jetzt mal vorbereiten? Ja, ja. Wie süß ist das denn? Oh, das eine Ohr ist schon abgerissen. Ja, toll. Okay, dann schauen wir mal. Also wir haben einmal eine Capri-Sonne. Wir haben eben schon mal eine Capri-Sonne bekommen. Also scheinbar haben die noch eine extra Capri-Sonne bestellt. Das ist Pure and Water ohne Zuckerzusatz. Ja, so schmeckt es auch. Tropical. So, schauen wir mal, was hier drin ist. Noch eine Tüte. In der Tüte. Boah, fett. Zweimal Pommes. Pommes? Ah, nee. Was ist das? Riffelkartoffeln. Gibt es dafür auch einen Dip? Egal, ob man so Riffelkartoffeln oder Curly Fries bestellt, hat man immer mindestens zwei oder drei solcher normalen Pommes dabei. Mhm. Weiter geht's mit so einer kleinen Tüte. Was ist das? Oh! Was ist das?
Das ist das Käseecken. Gibt es dafür eigentlich keinen Dip? Gibt's für nix einen Dip? Habt ihr keine Soße bestellt? Mmh. Mmh. Chili Cheese Nuggets. Hatten wir jemals Chili Cheese Nuggets bei McDonald's? Ich glaube ja. Gab es jetzt was mit Gemüse drin oder täusche ich mich da? Bei McDonald's Gemüse? Eine Tasche. Wow. Das ist keine Apfeltasche. Was gibt's denn gerade? Ich glaube, das ist diese Kirschtasche, ne? Oh, die sind aber echt lecker, diese Chili Cheese Dinger. Ich würde so gerne mal Mäuschen spielen und gucken, was die Leute alle bestellen. Schauen wir doch mal in dieses super süße Pikachu Happy Meal. Ich bin gespannt, was die Person bestellt hat. Also das war ja nur eine einzelne Frau. Das, also ein Kind saß da, glaube ich, nicht drin. Nochmal Pommes. Nein. Wie viele Pommes haben wir denn jetzt? 4? Ne, 3. 3. Und Ketchup. Geht immer. Und ein, ich würde sagen Cheeseburger. Aber manchmal hat ja auch ein Cheeseburger eine Hamburger Verpackung, ne? Nein, es ist ein Cheeseburger. Okay, wir probieren jetzt mal diese Tasche. Ich bin so gespannt, was das ist. Vorsicht, heiß steht da drauf. Ja, es ist Schokolade. Kenn ich noch nicht. Ich wusste, dass sie das haben. Ich wusste das auch nicht. Dieses Weiße war voll heiß. Was ist das? Frischkäse bestimmt, ne? Boah, voll geil. Schön gut. Passt besser als die Apfeltasche, finde ich. Oha. Und ich finde, die Apfeltasche ist echt so ein Klassiker. Mm. Ich habe früher immer einen Cheeseburger und eine Apfeltasche bestellt. Immer. Oh, nee. Leute, die Tasche ist richtig, richtig lecker. Leute, ich habe das Wichtigste vergessen. Die Pokémon-Karten, die scheinen ja absolut der Hit gerade zu sein. Der meinte zu uns, dass... Wieso guckt uns einfach jeder so an? Der meinte zu uns, dass das deswegen irgendwie gerade so richtig heiß läuft, das Happy Meal. Also wir haben hier so Pokémon-Karten. Was ist das? Klingt so ein Spiel. Aber es gibt wohl eine Pokémon-Karte, und zwar der glitzernde Pikachu, der wohl auf eBay auf richtig viel Geld gehandelt wird. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier haben. Also jetzt haben wir hier einen glitzernden Feurigel. Habe ich das jetzt richtig ausgesprochen? Feurigel? So eine Holo-Karte. Dann ein, oh süß, Froxy. Ein Igamaro. So. Und ein Karnimani. Wenn ich jetzt reich bin, schreibt es mir mal. Aber ich glaube nicht. Ich glaube wirklich, dass nur diese eine Karte irgendwie so krass gehypt ist. Wahrscheinlich ist die auch mega selten. Auf jeden Fall lustig. Also finde ich irgendwie voll süß mit Pokémon. Allgemein finde ich, haben die immer voll die guten Kooperationen. Das letztens hatte doch Sabi mir, was haben wir mal gesehen? So Spiele. Da gab es nur richtig so kleine Spiele mit Bibi Blocksberg, Benjamin Blümchen und so. Ist auch voll cool. Ist auf jeden Fall mega spannend zu sehen. Jetzt kommt hier gerade zum Beispiel ein Audi Q5 mit einem Mann und einer Tochter. Crazy. Ja, also falls ihr Lust habt, dass wir das nochmal machen. Ich finde, das macht echt richtig Spaß. Und es ist ja wirklich jedes Mal so ein Surprise. Falls ihr so keine Ahnung habt, mal was ihr essen wollt, dann macht das mal. Das ist echt cool. Auch wenn die ein bisschen verwirrt sind jedes Mal. Ihr müsst dann auch sofort sagen, sagt mir nicht, was es ist. Nur den Preis vielleicht, dass ihr halt abschätzen könnt. Ansonsten hoffe ich, es hat euch gefallen. Ich fand's lustig und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!